Sie haben ja recht. Sie haben ja recht, Becker. Eigentlich dürfte ich Sie ja gar nicht unterbrechen. Denn was Sie hier genau machen, das ist genau das, was dieses Land zurzeit braucht. Nämlich möglichst viel, möglichst belangloses Getue und Gerede über Themen, die komplett an dem vorbeigehen, was die Menschen wirklich bewegt. Reden Sie über den großen Telefonskandal bei Deutschland sucht den Suppenkasper. Reden Sie über den Rauswurf der schwäbischen Großmaultasche bei Bayern München. Oder reden Sie über die schmierigen Schlüpfergeschichten aus dem Jenseits der Gürtellinie des italienischen Kinderstechers Berlusconi. Kein Problem. Reden Sie ruhig weiter. Über die politische Bedeutung einer Skipistengeisterfahrt im thüringischen Wahlkampf. Über die Folgen der Schweinegrippe für die Grillsaison 2009. Oder reden Sie wegen mir über den Wechsel von Johannes Blabla Kerner von der öffentlich-rechtlichen Not zum privaten Elend. Hauptsache, Sie reden nicht über diese vermaledeite Krise und ihre kurz-, mittel- und langfristigen Folgen für die Millionen Verlierer dieser Krise. Das will keiner mehr hören, das kann keiner mehr hören und vor allem, das darf auch keiner mehr hören. Denn sonst kommen Sie am Ende noch zu dem, was die Sicherheitskräfte und Ordnungshüter fürchten, wie die Kurie, die Kondome, zu sozialen Unruhen. Und solche sozialen Unruhen entstehen ja vor allem dadurch, dass sie an die Wand gemalt werden. Ja, da schleichen die verantwortungslosen Unruhestifter nachts durch die schwelenden Brennpunkte und bemalen die Wände mit ihren Zerrbildern von Aufstand und Rebellion. Brennende Barrikaden, geplünderte Einkaufsparadiese, besetzte Fabriken, die Wirtschaftsbosse in Geiselhaft, das politische Personal am Pranger und die Nobelkarossen mit zerstochenen Reifen, zertrümmerten Windschutzscheiben, fahruntüchtig am Straßen. So sehen sie aus, die satanischen Gemälde, die von den sozialen Brandstiftern in Farben pechschwarz und blutrot an die Wand geschmiert werden. Tja, und der brave Bürger, der eigentlich nichts anderes im Sinn hat, als Ruhe zu bewahren und Ordnung zu halten, der kommt jetzt vorbei an der bemalten Wand, sieht die aufrührerischen Malereien und denkt sich, ach, das ist aber eine gute Idee. Und schon greift er. Schon greift er sich einen Pflasterstein, zertrümmert die Scheiben der Pleitebank gegenüber. Anschließend marschiert er schnurstracks ins nächstgelegene Premium-Kaufhaus, besetzt das Hummerbecken und veranstaltet in der Feinkostabteilung eine riesige Trüffelschlacht. Und das ist dann der Anfang vom Ende des sozialen Friedens. Denn wenn erst einmal der erste Stein geflogen ist, dann folgt der Hagel auf den Fuß. Das ist wie bei den Sexualdelikten. Ist die Frau erstmal ausgezogen und vergewaltigt, dann fällt es anderen leichter, auch mitzumachen. Das ist ein Hammer, wa? Ja. Das war ein Vergleich. Das ist ein Vergleich, der wirklich stinkt, und zwar zum Himmel. Aber ehe Sie mich jetzt hier aus dem Saal prügeln, muss ich Ihnen sagen, der Vergleich ist nicht von mir, sondern vom Berliner SPD-Innensenator Erhard Körting. Den hat der Dummschwätzer rausgehauen nach den Krawallfestspielen am 1. Mai in Berlin. Da hat die Opposition zwar am nächsten Tag ein wenig Krach geschlagen, aber dann hat der Körting gleich gesagt, er fände die Äußerung im Nachhinein auch ein wenig unglücklich. Ne? Und jetzt ist wieder Ruhe. Und das ist ja das Allerwichtigste. Die Ruhe, vor allem die soziale Ruhe. Über allen Fabriken ist Ruhe, in allen Betrieben spürest du kaum einen Hauch. Warte nur, balde, ruhest du auch. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie diese Ruhe bewahrt werden kann, dann sage ich es Ihnen. Einfach die Ohren zuhalten oder die Gehörgänge mit Oropax abdichten. Oder Sie setzen sich einen Kopfhörer auf und lassen sich rund um die Uhr mit den Reden von Horst Köhler beschallen. Dann hören Sie nur, was Sie sollen, nämlich nichts. All die ruhestörenden Geräusche einfach weggelabert vom obersten Bundesbeauftragten für Beschwichtigung und Panikprävention. Das ganze verzweifelte Protestgeschrei der von der Entlassung bedrohten Belegschaften, die Randale auf den Schulhöfen und in den Krawallkurven der Fußballstadien, das Heulen und Zähneklappern in den Wohnvierteln der abgestiegsbedrohten Mittelschicht. Ich höre nichts! Und wer nichts nicht hört, der nichts hört, der wird auch nicht gestört. Und sollten trotzdem irgendwelche sozialen Störgeräusche durchdringen, dann weiß ich, was weiß ich, die Schüsse der Amokläufer, Familientragödien, die Schreie der misshandelten Kinder und das Grölen der jugendlichen Komasäufer. Einfach den Köhler auf dem Kopfhörer lauter drehen. Wir dürfen uns jetzt nicht selbst in Panik reden. Was ist das bloß für ein absurdes Theater, das da auf den politischen Bühnen des Landes zurzeit inszeniert wird?
Da wird jeder, der es wagt, angesichts der drohenden ökonomischen Katastrophen vor sozialen Unruhen zu warnen, denunziert als potenzieller Volksverhetzer und Massenaufwiegler. Nicht die ungerechten Verhältnisse sind schuld an den Folgen, sondern die, die vor den Schulden, vor den Folgen warnen. Da steht jemand im Schwimmbad am 5-Meter-Turm und kriegt vom Bademeister Hausverbot, weil er den Springern sagt, dass kein Wasser im Becken ist. Und wenn die dann, nachdem sie mit Anlauf auf der Fresse gelandet sind, den Bademeister verprügeln und das Schwimmbad verwüsten, dann heißt es, ja, warum hat denn keiner was gesagt? In diesem Sinne, bleiben Sie ruhig, ja, und beachten Sie das Gebot der Stunde. Jetzt lassen wir uns alles gefallen. Gut, das kostet anfangs noch ein paar Anstrengungen. Aber es kommt der Punkt, da geht das wie von allein. Denn wenn Sie die Schnauze irgendwann so richtig voll haben, da kriegen Sie eh nichts mehr raus.